Und wie der arme Seehund überhaupt an Land laufen muss, das darf der UNESCO ihm jetzt mal zeigen. Und danach dürfte, glaube ich, niemand mehr einen Seelöwen mit einem Seehund verwechseln. Wie der Seelöwe läuft, haben Sie bereits gesehen. UNESCO, wie muss der arme Seehund laufen? Laura, ist das Vater? So sieht das aus. Laufen kann man das gar nicht wirklich nennen. Der Seehund muss sprichwörtlich gedoppelt. Seine Vorderflossen sind nicht zum Laufen geeignet, sondern eher zum Stellen. Maria! Maria! Was aber alle Robben gemeinsam haben, sie sind wahnsinnig intelligent, unglaublich, neugierig und fürchterlich verspielt. Das bedeutet für uns im Zoo, dass wir die Tiere natürlich auch anständig beschäftigen müssen, damit sie sich bei uns nicht langweilen. Zum einen sehen sie verschiedene Spielsachen und Wasser, die werden wirklich ausgetauscht, damit sie nicht langweilig werden. Maria! Und die Tiere manchmal auch kräftig in der Küche arbeiten. Sie können die Küche zum Beispiel in leere Kanister, Plastikbecher mit Loch, etc. irgendwelche Geschichte reinbringen, die gibt es dann mit Wasser. Und da die Seele, die keine Hände haben, ist es für die äußerst schwierig, die Küche durch kleine Öffnungen rauszukriegen. Die sind ein bisschen gemein, aber die haben da wirklich sehr großen Ehrgeiz und Regeln und es macht ihnen immer sehr viel Spaß. Das Wichtigste ist aber das tägliche Training. Man kann den Tieren wahnsinnig viel beibringen, ganz viel Quatsch, wie zum Beispiel Hula-Hoop-Reifen zurückbringen, aber auch ganz viel Sinnvolles. Wir machen mit unseren Tieren das sogenannte medizinische Training. Wir bereiten sich darauf vor, dass der Tierarzt das Tier auch mal untersuchen kann und dass man es in der Narkose legen muss. Den Boden kann man einfach so hinlegen, dann kann man den überall anpassen und untersuchen und die Flossen und die Rollen auch irgendwo gleich. Ja, die Zähne mit den Menschen kontrolliert werden. Und jetzt ich sage von der Zähne, die deine Kindheit so kontrolliert werden. Man kann halt nicht was kaufen.